Der gesamte Wald dankt euch für eure Hilfe. Für eure Hilfe der gesamte Wald euch dankt, wollte ich natürlich sagen. Jetzt hätte ich das beinahe grammatikalisch falsch ausgedrückt. Nun gut, nun denn, das ist schön. Ich möchte nur jetzt raus aus dem Wald. Geht das bitte? Haben wir hier noch eine Kiste? Hier ist noch eine Kiste. Okay, hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Welches Zeitalter könnte diese Kiste gehören? Also da kann ich auf jeden Fall mal... Achso, da muss ich auf der anderen Seite durch. Stimmt, so war das. Okay, okay. Also eine Kiste haben wir noch. Die holen wir uns natürlich auch noch. Wenn wir Glück haben, ist das eh gleich die. Obwohl, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das wäre zu einfach. Wahrscheinlich ist das 8-Bit. Das wäre echt zu einfach. Und? Ach, nee. Okay, es ist 8-Bit. Huch, ich stecke im Wald fest. Ja, aber sollte auch keine Schwierigkeit sein, hier mit 8-Bit-Dingens... 8-Bit-Cloud hinzukommen. Dann haben wir eh hier, oder ist das hier 8-Bit-Cloud? Nee, das ist 16-Bit-Cloud, oder? Nee, das ist... Ja, das ist 16-Bit-Cloud. Komm, 16-Bit-Cloud brauchen wir nicht. Ja, aber nur 3D-Cloud kann ja auch nicht durch. Von dem her müssen wir auf 16-Bit-Cloud umschalten. Katsching! Schlitz! So. Wir bräuchten dann bitte 8-Bit-Cloud irgendwo. 8-Bit-Cloud, wo bist du? 8-Bit-Cloud? Hallo? Ach hey, der ist ja da ganz hinten, oder? Wie war das? Ja doch, ganz, ganz hinten. Da ist 8-Bit. Komm, rein in das grüne Dings. Nein, das ist... Ach, das ist 8-Bit, Cloud. Ach, ich bin ja so ein Idiot. Ja, sorry, Leute. Das ist natürlich 8-Bit, aber das ist, weil ich immer gesagt habe 8-Bit, obwohl das eigentlich 16-Bit sind. Weil 8-Bit haben wir ja nicht. Ne? Hat man ganz am Anfang, hat man so ein Monochrom-Dingens. Es war annähernd 8-Bit, aber naja. Tja, hihi. Okay, Orange bringt uns nach 32-Bit. Der bringt uns gar nichts hin. Oh, der würde mich da oben töten, wenn ich da durchlaufe. Aber das mache ich natürlich nicht. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier vorbeikomme. Das sollte ja gehen. Der Baum sollte ja hier ganz jung noch sein. Ach, guck mal, der blüht noch. Für eure Hilfe dankt der gesamte Wald. Also der gesamte Wald euch dankt für die Hilfe und so, ne? So, und jetzt holen wir endlich die letzte Kiste in diesem Wald und da ist wahrscheinlich ein Stern drin. Seltsame Schatteneffekte hier bei den Blättern, muss ich sagen. So, aber jetzt haben wir's, oder? Kiste? Ja, meine Kiste! Dö. Öffne dich. Mana! Okay. Ja, ich frage mich immer noch, wo wir die andere Mana-Dinger jetzt einlösen können, weil da haben wir jetzt doch schon 5 oder 6, glaube ich, gesammelt, weil wir so fleißige Sammler sind und überall dort herumschnüffeln, wo wir eigentlich nicht herumschnüffeln sollten. Deshalb erhalten wir immer ganz viele tolle Gegenstände, die wir eigentlich nicht erhalten sollten. Oder schon, ich weiß auch nicht. Na, egal. Auf jeden Fall, irgendwann werden wir die auch wieder gegen irgendwas Tolles eintauschen können. Nur die alte Hexe, die mag uns die irgendwie nicht mehr tauschen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Warum? Haben wir dir irgendwas getan? Sie sagt immer, wir sind schon ganz voll ausgepowert und so, aber das stimmt ja nicht. Wir sind nicht ganz voll. Wir haben hier im Inventar, ne? Oh, cool, wir haben 2 Schlüsselteile. Aber wir haben hier immer noch 3 Flecken, die wir befüllen können. Ja? Die will ich natürlich auch befüllen. So, ja, wir müssen jetzt raus aus dem Wald, weil jetzt haben wir endgültig alles gefunden, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Kiste übrig gelassen haben diesmal. Gut, dann zurück in unsere Zeit. Also nicht in unsere Zeit, sondern in die 16-Bit-Zeitalter. So, und da könnten wir den Wald jetzt endlich verlassen. Alter, das war jetzt eine Odyssee. Jetzt könnten wir eigentlich zur Entspannung ein bisschen Karten spielen gehen, weil wir haben jetzt ganz tolle neue Karten gefunden. Oh, tut mir leid, Freundchen, ich kann diesen Wald nicht verlassen. Ach, Gott sei Dank. Feen wie ich können außerhalb nicht überleben. Alles eine Frage der Quantenphysik, ne? Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und an mehreren Orten sein oder so ein Müll, ne? Tschüss. Okay, gut, ja.
ein bisschen humorbehaftet, das Ding, ne? So, okay, wir haben den Wald verlassen. Wieso, wir haben ihn gerettet eigentlich, ne? Danke, dass ihr in der Hütte des Heiligen Hains geholfen habt. Euer Abenteuer macht mir Lust darauf, die Welt zu sehen. Noch zögere ich jedoch. Ja, das wirst du machen, mein Schätzchen. Das weißt du nur noch nicht. Ihr habt das Fragment des Magischlüssels gefunden, Cloud. Eure Entscheidung naht. Was? Mehr sagst du nicht? Das ist ja echt nicht viel. Naja, gut. Okay, ja, schön. Ja, ich bin gerade etwas leise, weil ich nachdenke über so diverse Dinge. Wie zum Beispiel, wo wir jetzt mit diesen tollen Schiffchen hinschippern können. Da oben wollte ich eigentlich letztens anlegen, aber dann sehe ich, oh, Krater. Naja, ich würde sagen, wir könnten jetzt ja wirklich noch ein paar Kartenrunden einlegen. Ganz einfach, warum auch nicht, ne? Wir haben ja locker Zeit. Wir müssen es ja ohnehin irgendwann mal machen und es macht ja doch Spaß. Ein bisschen zumindest. Obwohl, eins mache ich noch. Wo war jetzt die eine... Boah, Moment. Diese eine Kanalisation, nicht die, wo wir... Ah, die war... Da drüben? Nö, die war eh bei ihm, hier im Berg, und ihr wisst schon, die schönste Frau des Kontinents und so. Hast du die Flugmaschine schon fertig, Sid? Also der werkelt ganz langsam jetzt, nicht mehr so schnell wie damals. Könntest du wieder schneller hackeln? Nochmal vielen Dank, Cloud. Ja, gut. Legen wir los! Ja, und jetzt hackelt er wieder ganz, klopft er voll schnell rein. Weil wir haben ja da so einen Brief erhalten, ne? Vielleicht ist das ja die schönste Frau des Kontinents. Die Hüte, bla bla bla, Magie und gewisse... Jetzt geben wir der mal hier den Liebesbrief. Das ist es nicht. Vielleicht müssen wir ihr Magie geben. Moment. Magie? Magie. Mana, meinte ich. Gut, ich werde den Bund mit euch eingehen und den Weg des Windes offenbaren. Wow. Ah, okay, verstehe. Wie viel habt ihr jetzt davon gebraucht? Aufwerten von Kräften, ihr habt jetzt Zugriff auf die Beschwörung. Pazu, konzentriert euch bis zur dritten Stufe, um sie zu wirken. Wie viel hat das jetzt gekostet? 5 hatten wir, Magi. Jetzt haben wir noch. Mana, okay, das kostet 3, Alter. 1... 2. Stufe 3. Hey. Wow. Oh. Okay. War jetzt nicht so prickelnd. Aber naja, gut, komm. Besser als nichts ist es auf jeden Fall. So. Okay, jetzt wissen wir das auch, was das brachte. Ich dachte mir vielleicht ein Liebesbrief, aber... Wie es aussieht, ist es der Liebesbrief nicht. Vielleicht müssen wir der alten... Ah, der alten Dame könnte man... Haha, der Hexe könnte man einen Liebesbrief geben. Was meint ihr, was die für eine Freude hat? Jetzt, wo sie uns unsere Kräfte eh nicht mehr aufwerten will, sondern nur Tränke machen will. So, die haben alle noch Angst und Bedenken. Hier, schauen wir mal, ob hier trotzdem irgendwer Karten spielen will mit uns. Hier haben wir uns eh noch nicht genau umgesehen, seit hier alles so Chaos ist, oder? Seit der Explosion, wo ich nicht mehr genau weiß, woher ich die eigentlich... Mein Vater hat sich im Haus verbarrikadiert. Ja, genau. Ja, mein Vater ist... Oh, er war Oberst in der kaiserlichen Armee. Ja, bla bla bla. Ich weiß. Oberst der kaiserlichen Armee, hier. Kommt näher, ich sehe diese Tage nicht mehr so gut. Ei, ich erseht einer Gruppe Grünschnäbel, die ich vor vielen Monden traf, zum Verwechseln ähnlich. Was für Abenteuer ich erlebt habe. Die Erinnerungen, die ich gesammelt habe. Damals scheute ich keine Gefahren. Nur gut, dass der Kaiser ahnte, dass der Markus ihn verraten würde. Und anstatt mich hinzurichten, beförderte er mich zum General. Ahaha, wohl einer der Überraschungen, die das Leben parat hält. Ah, der kann Karten spielen, ich gucke hier rein. Weil ich glaube gerne Sachen von fremden Kisten. Ein Stern! Interessant, dass jetzt auf einmal wieder eine Kiste hier ist. Bereit für ein Kartenspiel? Ja, natürlich. Was bist du? Oh, 40? Wow. Das Ding ist gut. Komm, wir spielen erstmal... Wir spielen den mal aus.
Nee, Moment. Wir hauen den Piraten weg, weil der schafft das nicht. Dann spielen wir den mal aus und den spielen wir im Hintergrund aus. Hallo, Hintergrund. Weil der schützt mir alles mit den 12 Punkten. Die machen halt jetzt keinen Schaden, aber dafür ganz viel Mana. Wobei ich glaube, ich habe keine Chance gegen ihn, weil der hat sicher so gute Karten. Oh, ich habe die Cloud-Karte gefunden. Das ist cool. Schaffen wir die? 4, 5, 6. Das geht sich natürlich gerade nicht aus, aber dann müssen wir ihn mal spielen. Komm, hauen wir die mal raus. Cloud-Karte legen wir weg. Und die hauen wir auch raus. So. Zack. Oh, wir haben Schaden gemacht. Oh, wir haben mehr Schaden gemacht. Und wir bekommen Mana. So, spielt er jetzt auch was aus, oder? Ja, wow. Einen Krieger und eine... Oh. Tja. Und er hat schon 3 Schaden gemacht. Ah, das ist schön, das ist schön. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. 5, 6, 7. Doch, das geht sich aus. Den hauen wir natürlich raus. Und der darf angreifen. Aha. Zack. Wunderbar. Dalkin ist eine starke Karte. Oh, das ist auch... Alter, der Rote Ritter. Das ist eine starke Karte. Wow. Der Rote Ritter, das ist echt eine starke Karte. Wieso hat der so eine starke Karte? Ach, hier haben wir auch schon wieder so eine, die nichts kostet, aber viel kann, wie es aussieht. Was bringt denn die? 1. Moment, wir müssten eigentlich... Ich will eigentlich den Bären spielen. Komm, wir hauen... Das bringt auch nur 1. Wir hauen den zurück, dann können wir den Bären hier spielen. Und das hauen wir raus, weil dann kriegen wir wieder Mana. Und ich bekomme massig Mana, das ist schön. Den kriegen wir, das schaffen wir schon, den kriegen wir schon down, wirst du schon sehen. Wobei ich vor diesem roten Ritter ja echt Angst habe. Alter, wie soll ich diesen roten Ritter eigentlich besiegen? Jetzt sehe ich erst. Der hat First Strike mit 6. Ach, hey. Puh. Den müsste man raushauen. Schaffen wir das? 6? Ja, das geht sich wunderbar aus. So, dann hauen wir hier hoch raus. So. Ja, wunderbar. So gefällt mir das ganz gut. Alter, der hat Karten. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Gott sei Dank, der ist weg. Ja, und das ist jetzt schön, weil jetzt machen wir megamäßig viel Schaden. Ach, und schon wieder Cloud, den wir nicht spielen können. Das ist schade. 5, dann könnten wir C3PO spielen. Dann hauen wir... Wo hauen wir denn den hin? Dann hauen wir hier hin. Weil dann kommt der Bogenschütze in den Hintergrund. Ja, das ist jetzt gut gespielt. 9. Ja, und den wir besiegen. Ja, wir haben ihn besiegt. Alter, wie cool ist das denn? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Wow, so knapp. Hier, verdient diese Karte. Kaiser Lothair. Aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass ich den jetzt besiege. Also das war wirklich... Boah, das war schon Glück. Hat McDonald's in der Krise geöffnet? Nein, schade. So. Oh, Hilfe, Hilfe, oh mein Gott, schnell, wenn wir schon sterben, dann wenigstens zusammen, komm, küssen wir uns. Eure Worte rühren mich zutiefst, Liebster. Okay. Die Visionen des Propheten, der großen Katastrophe und dem großen Zerstörer waren also wahr. Und ich dachte, all das wäre nur arme Märchen, um Kindern Angst einzujagen. Der Prophet ist allsehend, der Prophet ist allwissend. Ich lege ja mal Vertrauen in seine Weisungen. Ja, was ist mit dir? Ach, die Welt steht am Abgrund und er schläft. Komm. Aber er ist immer bereit für ein Kartenspiel. Alter, auch 40. Was ist mit dir bitte falsch? Oh. Cool, gleich am Anfang so tolle Karten. 2 Angriff, 5 Abwehr. Wäre das prinzipiell okay? So, toll, jetzt läuft meine Heizung los. Naja, gut, komm, egal. Ignorieren wir mal. Den werfen wir raus. Zack, machen wir 3 Schaden. Schauen wir mal, ob der gut spielt. Was bringt eigentlich diese... Ich finde ja diese doofen Agentenkarten, die sind ja, also die Sondertruppenkarten, die sind ja echt sowas von sinnlos. So, was ist jetzt besser? Cloud oder der Knochenmann? Ich würde sagen, Cloud ist besser, oder? Kriegen wir das? Ja, das schaffen wir. Gut, Cloud, du gehst in die hintere Reihe. Ne, der Knochenmann wäre besser gewesen. Die Sondertruppen-Typen, das ist so sinnlos, weil die machen überhaupt keinen Schaden. Das ist so sinnlos. Die machen keinen Schaden. Wieso machen die keinen Schaden? Ich verstehe das nicht. Baumbart, der ist ja auch mega. Weil der einfach so viel Leben hat. Aber ich würde lieber den Bären spielen. Schaffen wir das? Das müsste sicher ausgehen, ja. So, dann hauen wir den Bären dahin und der macht doch gleich mal hier ein bisschen mehr Schaden. So, genau.
Ritter, was spielt er jetzt? Oh, er hat wieder einen Ritter und noch einen Sonderling. Das ist ja toll. Und einen Schleim auch noch. Ach, jetzt geht's aber rund. Ach, sieh an, wow. So, der Wikinger wäre empfehlenswert. Aber ja, nee, den Wikinger schafft man natürlich gerade nicht. Gut, dann spielen wir, komm, sollen wir die Ratte spielen? Ich bin mir nicht sicher. Nee, komm, wir sparen unser Mana lieber. Weil die können ja eh nicht angreifen, die Sondertruppen. Das ist ja eh okay. So, machen wir alles hin. Sondertruppen. Oh. Jetzt haut er auf einmal Karten raus, die gut sind. Aber das kann ich auch. Also, theoretisch. Nee, kann ich nicht. Toll. Komm, wir legen die raus. Einfach aus dem Grund, dass wir hier dann den... Nee, den haben wir hier nach vorne und die nach hinten. Dann bekommen wir zumindest ein bisschen Mana raus. Gut. Oh, jetzt haut er doch auf einmal Karten raus, die doch nicht so schlecht sind, muss ich sagen. Ja, zum Glück habe ich hier oben... Ah, ich habe... Das ist schön. Aber ich schaue... Nee, doch, es geht's. Alter, was ist er überhaupt? Alter, der ist ja auch gut. 6 Angriff, 7 Abwehr. Na komm mal, wir hauen den raus und hauen natürlich den raus. 7 und 8. Achso, das ist König Lothair, oder? So, ja, dann müssen wir müssen ihn eh zurücklegen. Wir haben nicht genügend Mana, um ihn zu spielen. So, die Frontposition da unten ist nicht ideal von der einen Karte, aber das ist egal. So. Komm, da hauen wir einen Wikinger raus. Durchschlagender Angriff ist gut und ich würde sagen, ja komm, die legen wir weg. Aber er ist eh schon tot. Ja, wir haben ihn besiegt, wunderbar. Also seht ihr, jetzt haben wir wirklich gute Karten, wo wir auch die Spiele meistens ein bisschen besser gewinnen. Habt ihr ein Glück, hier verdient diese Karte. Grüne Sondereinheit, juhu, die sinnloseste Karte überhaupt. So, in die Bibliothek können wir offensichtlich noch rein. Ich will ehrlich gesagt mit keinem reden. Oder kommt man hier schon rein? Zu? Nein, kommt man nicht. Oder? Chocobos, yay! Kommt man hier rein schon damals? Ich bin nämlich... Boah, keine Ahnung. Aber Karten spielen kann ich mit keinem hier. Die sind alle... Ja, die Leute, die wissbegierig sind, die spielen sehr ungern Karten, wie es aussieht. Was ist mit dir? Was sagst du? Willkommen in der großen Bibliothek von Genua. Ja, gut. Feuerwerk, irgendwas gesagt. Ist egal. Den haben wir ja schon alles gelesen, ne? So. Meine Kollegen sind abgehauen, also mein Kollege, der eine ist als die große Katastrophe, aber ich glaube fast, ich werde das gleiche tun. Der Kaiser wird schon alleine klarkommen, ne? Ja, ja, ist kein Problem. Was ist mit dir? Du bewachst das immer noch? Das Kolosseum ist geschlossen, wir haben nicht genug Gladiatoren. Ja, genau, bla bla bla. Also der Waffenhändler ist noch hier. Da könnten wir auch noch runter gucken. Ne, da gehen wir aber nicht runter, weil das bringt nichts. So. Okay, also jetzt haben wir in Genua auch... Die Tür ist nicht aufgegangen. Das ist äußerst interessant. Wir schreiten durch eine geschlossene Tür. Ja. Ja gut, kleine Fehler darf man schon haben. Das verzeihe ich natürlich. So. Und die läuft hier ganz wild um sich. Huch. Voll aufgeregt und so. Ja, ich bin voll froh, dass ich jetzt die grüne Sondertruppe erhalten habe. Also das ist wirklich... Wow. Die beste Karte, die es gibt auf der ganzen Welt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Sollen wir nochmal ins Bergwerk gucken? Ich will eigentlich nicht ins Bergwerk gucken, oder? Och, nein, vielleicht? Hm, keine Ahnung. Gehen wir hier mal in die Lichtung nochmal. Durch den Strudel. Beeindruckend. Ihr habt das Fragment der Natur. Manchmal würde ich mich selbst gern von der Zeit lösen, so wie die Nymphen. Ich weiß aber, dass das ein ewiger Kerker wäre. Was ich aber brauche, ist die ultimative Freiheit. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magischlüssels braucht, kommt ruhig zu mir. Ja, und das werden wir... Das ist ja das, was wir jetzt gerade machen, ne? Wo bin ich jetzt da? Hallo, Schätzchen. Cloud, ich wüsste gerne mehr über die... Ja. Fragment des Feuers.
Seid ihr den Piraten schon begegnet? Ihr Unterschlupf findet ihr in eurer Gegenwart in der Nähe eines Vulkans. Sie hüten das Fragment des Feuers. Ihr wollt... Ja, genau. Okay. Gut, also ich würde sagen, dann machen wir als nächstes das Fragment des Feuers in unserer Zeit.